So, neuer Part. Ich hoffe, es geht schnell, denn ja, wie immer nicht viel Zeit. Ich habe die Seite aktualisiert und es ist genau das, was ihr seht. What happened? New York Times? Sich die Seite geändert? Oh mein Gott, was? Die Seite hat sich geändert. Das läuft jetzt über newyorktimes.com/games/Wordle. Ich habe gelesen, dass die New York Times das gekauft hat, tatsächlich, ja. Okay, aber es scheint von der Art her noch gleich zu sein, außer dass es jetzt halt auf der New York Times läuft. Und die dadurch wahrscheinlich jetzt Daten sammeln oder sowas. Okay. Ja gut, aber scheint wieder zu passen. Okay, wir starten mit unserer Round. Ja, es sieht auch noch gleich aus. Okay, R und U haben wir drin, aber nicht am Anfang. Zumindest das R nicht. Das U könnte am Anfang sein. Url. Urban. Nee, Urban ist nicht drin, weil N ist nicht drin. Ja, es muss ja auch nicht, muss ja auch nicht so. Kann ja auch anders. Okay, wir probieren mal Turbo. Turbo würde möglich sein. Ist ja zumindest jetzt von den Sachen, die da sind, ein Begriff, der passen würde. Okay. Wir haben wieder nur das U und das R und es ist wieder nicht an den Orten, die ich jetzt schon verwendet habe. Okay, wir starten jetzt mal mit dem U. So. Dann packen wir mal nicht sofort das R hin, sondern, keine Ahnung, ein M. Umar. Nee, keine Ahnung. Up, ab. Upper wäre ein Wort, was möglich ist. Okay, das U ist vorne, ER ist hinten. Das war doch gar nicht so schlecht. Gut, under kann es nicht sein. Upper ist schon weg. Was könnte man noch zwischen die PPs setzen? Also anstelle von den PPs. Gibt's Utter? Nee, ist eh schon weg, ist eh schon weg. Uster, Ufter, was könnte das für ein Wort sein? Ich bin echt, glaube ich, nah dran, aber ich weiß es noch nicht so sicher. Gibt es Ugger? So, ist das ein Wort? Nein? Okay, cool. U. Die Frage ist halt, ist es ein Doppelbuchstabe oder sind es zwei? Gibt es Affe? So, ist das ein Wort? Nein, okay. Ist es ein Wort, was ich kenne? Es könnte halt wieder ein Wort sein, was ich nicht kenne. Und dann müsste ich jetzt Buchstaben ausprobieren, die keinen Sinn für mich ergeben, aber das Wort bilden könnten. Ah, schwierig. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ufer, wüsste ich nicht, kenne ich nicht. Noch nie gehört. Aber was? Oh, es kann doch nicht. Bei zwei Buchstaben, die noch fehlen.
Was ist Ul? Gibt's Ulga? Nein, schade. Boah, es ist halt echt, man weiß nicht sicher, ne? Ob es ein Wort ist, was man kennen könnte, müsste. Ich muss im Prinzip dumme Sachen durchprobieren, die für mich keinen Sinn ergeben, aber die halt Wörter sein könnten. Und dann ist vielleicht irgendeins dieses Wort. So, das sieht jetzt wieder komisch aus, was ich hier treibe, aber es hilft nichts. Ich kann gerade nicht, komme, kann, ja, ich komme anders nicht weiter. Atscha gibt's auch nicht. Schade. Uka. Nee. Asse, aber das habe ich auch noch, hätte ich noch nie gehört, wenn es solche Wörter geben würde. Weiß ich nicht. So, das ist auch, also das wäre auch. Ah, nee, kann ja gar nicht sein. Never mind. Aska. Auch nicht. Asla. Asthma, das klingt alles ganz komisch. Also, denkt Ascher. Okay, wir haben S und A, S und H raus, ansonsten ist die Situation jetzt noch genau die gleiche. Aber S und H sind raus, immerhin. Weniger Buchstaben zum Kombinieren. Boah, haben wir das schon probiert? Okay. Ja, scheinbar. Ja, Umka, habe ich das schon probiert? Probiert's mal alles mit M. Umla. Ich meine, es ist Schwachsinn. Umia, das klingt auch ganz komisch. Umaya klingt auch ganz merkwürdig. Umger klingt auch wahnsinnig merkwürdig. Umver kann ich mir auch nicht vorstellen. Umwer kann ich mir auch nicht vorstellen. Umzer, keine Ahnung. Umxer, keine Ahnung. Eher nicht. Umser. Ganz merkwürdig. Also klingt super merkwürdig. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich probiere jetzt mal alles durch. So. Jetzt haben wir mit M alles durch. Okay. M ist nicht an zweiter Stelle. Ah. Jetzt gehen wir mit das L durch. Ulka, Ulja, Ulaya, Uljer, Uljar, Ulfa, Ulver, Ulzer. Was ist? Okay, es hat sogar mein Dings gespeichert, obwohl es jetzt auf New York Times läuft. Was ist das? Wir müssen schon wieder gucken, was das ist. Wir lernen schon wieder neue Wörter hier. Habt ihr das gewusst, als ihr das selbst gespielt habt? Viele von euch spielen es ja mittlerweile auch selbst. Was ist denn ein Ulkazer? Ja, genau sowas ist das. Ja, das ist. Ge Achtung! Es ist einfach ein Geschwür. Ja, genau das ist es. Es ist ein Geschwür, dieses Wort. So. Das Übel. Der Schandfleck. Jawohl, das passt. Alter. Ulze. Halt noch nie gehört. Noch nie gehört. So. Wir spielen deutsches Wördel. Wir starten mal mit der Pause. Die war ja letztens mal auch schon die Lösung. Okay, das A und E haben wir. A ist sogar an der richtigen Stelle. Dann kann E eher nicht vorne sein. Okay. Ma, mä, mä. Gibt's Mädel? Also würde der das akzeptieren als Wort? Ah, tatsächlich, er würde Mädel akzeptieren. Okay, damit haben wir das D auch. Gut. DA. Um.
Weniger. Das weniger, das vorne, das D, glaube ich nicht. Ma, nee, M ist raus. La, LL ist raus. Ra. Rat. Warte, Rat. Raten. Raten wäre noch möglich. Nee, nicht, weil D. Ups. Rat. Rat, nee. Nee, ich glaube, mit Rat ist es nix. Da. Nee. Nee, ja doch, Pat, Pat. Das Paddel. Also, ich schreibe mal mit zwei. Es ist erstens Quatsch, weil, ja, da war das L. Aber es schreibt noch mit zwei L. D. Wand? Nee, Wand ist zu kurz. Was kann noch vor das A? Das D kann ich mir, also wir machen noch mal das D davor, aber kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wobei, jetzt muss ich ja eigentlich nur noch das E da. Ich muss eigentlich nur noch das E mit zwei Buchstaben da hinten unterbringen, ohne dass das E am Ende ist und ohne dass das E jetzt gleich kommt. Also das kommt dazwischen. Geht das irgendwie? Daten! Die Daten! Das sind die New York Times jetzt sammelt. Okay. Damit ist das E schon mal an der richtigen Stelle. Das D allerdings tatsächlich nicht. Das ist schon wieder interessant. Das D ist nicht dort. Okay, dann könnte das D zwischen A und E sein. Also Ade. Ade. Aber es hört nicht mit N auf. Also Waden und sowas ist raus. Jetzt angenommen, das hört mit D auf, das Wort. A, irgendwas, et. Aket, Alet, Ahet, Abet, Afet, Aget, Aret, Azet. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Jetzt angenommen, das D ist in der Mitte. Ader. Haben wir noch irgendwas, was vor Ader könnte? Bader, Gader, Fader, Rader, nee. Kader! Der Kader! Fußball. Fußball sage ich schon, aber es ist der Kader. Jawollo. Okay. Gut. Ja, das ging. Das Englisch hat mich. Es ist immer wieder dann, wenn zwei Buchstaben sind und man einfach das Wort, weil man es einfach nicht kennt. Aber Ulzer, Alzer, keine Ahnung, wie man es ausspricht, das Geschwür. Bist du mich ver. Also. Wahnsinn. Danke fürs Zuschauen. Nee, wir hören noch nicht auf. Einfach weiter. Im nächsten. Am nächsten Tag oder so. So, schnelles Wörtel vor dem Schlafengehen, eventuell. Mal gucken. Wir starten mit. Was Neues, mal nicht wow und wir starten mit. Was nehmen wir denn? Nee, River hat zwei R, das ist doof. River hat zwei R. Lives, wir starten mit Lives. Das L ist sogar dabei. Ja, stabil. Okay. Der Place. Nee, das E ist nicht dabei. Schade. Nee, dann ist P.
Apple. Plump, gibt's Plump? Ja, ne? Genau. Okay, L haben wir gefunden. L ist fest an der zweiten Stelle. Kein P davor, aber ein U gibt es. Ull. Glaube nicht, dass es Ull ist. Was könnte noch vor L sein? Ein A. Ein O. Ah, das U kann ja nicht an der zweiten Stelle sein. Old. Oldu, gibt es das Wort? Nein, schade. Oh, older. Nee, E darf nicht an der Stelle sein. Schade. Kill könnte es auch sein. Nee. Weniger. Was könnte noch davor stehen? Gl. Könnte schon wieder so ein Wort sein, was man jetzt so kennt. Ich meine, Glur könnte ein Wort sein, das existiert, theoretisch. Existiert leider nicht. Gibt es Glun? Gibt es auch nicht. Aber wir gucken mal kurz, ob es irgendwelche solche Wörter gibt. Na, also grundsätzlich wäre es halt möglich. Oh, es gibt's. Das gibt es, okay. Glut. Wäre ich wieder bei meinem Ult. Ultra. Ja, moin. Das hat funktioniert. Next. Nehmen wir mal die Tafel. Okay. Dann könnte es. Nee, älter, nee. Also theoretisch wäre der Stein noch eine Möglichkeit. Okay. Es ist nicht am Anfang. T ist nicht am Anfang. Interessant. Was sagen denn die Feste dazu? Jo, dann sind es die Reste. Es sind nicht die. Aber Reste gibt es nicht mal? Es gibt das Wort Reste nicht? Was seid ihr denn? Teste? Nee, T kann nicht am Anfang sein. Beste. Ah, Beste. Nicht in der Wortliste? Geste, die Geste, jetzt aber. Gut. Aber warum ist denn Beste und Teste nicht in der Wortliste? Was ist das denn? Na gut, wie auch immer, das war fix. Dann ja, bis zur nächsten Runde.
So, hallo. Wir? Nee, so hallo ist eigentlich Quatsch, weil wir machen einfach weiter, ne? Wir haben gerade mal, glaube ich, jetzt eine Viertelstunde oder so an Videolänge, deswegen, ja, es geht einfach weiter. Wir nehmen mal was Neues und zwar Under. Da ist jetzt das N drin, das E drin und der Unterschied ist, dass das O nicht drin ist, ne? Ich hatte ja Round, da war das O drin, jetzt ist das E stattdessen drin. So. Okay. Bei Round hätte ich jetzt zwar auch das R und N gehabt, aber naja. Jetzt haben wir zumindest das E ausgeschlossen. Dann gucken wir doch gleich. Orn. Orn. Nee. Wüsste ich nicht. Oh, warte. Spawn. Wie wär's mit Spawn? Spawn gibt's gar. Hä? Ist Sport. Meinte ich. Nee, das ist kein N drin. Gibt es Spawn nicht? Oder ist es einfach nur wieder so nicht in der Wortliste, wie im Deutschen, wo einfach Wörter, die existieren, nicht in der Wortliste sind? Was soll das denn? Okay, Sport ist Quatsch. Ron. Ron. Nee. Ren, Rain, Rain, nee, Range kann es nicht sein, weil Range ist. Gibt es noch irgendwas mit Rang? Rang. Rang, nee, aber Ran. Ren. Rans. Nee. Ren. Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Machen wir mal ran. Ran. Nee. Muss auch nicht mit R anfangen. Es kann auch mit N anfangen, ne? So wie, keine Ahnung, Narre. Narre. Weiß ich nicht. Nor. No North. North ist ein Wort, was wir mal bilden können, auf jeden Fall. Das hat alles, was wir brauchen. Okay. Und das O ist tatsächlich. Okay. Hätte ich Round genommen, das ist wieder frech, ne? Hätte ich Round genommen, hätte ich das O gleich am Anfang direkt festgesetzt. Okay, jetzt ist das O nämlich sogar an der richtigen Stelle. Interesting. Und das N kommt nicht am Anfang. So, jetzt könnte das R aber ja immer noch am Anfang sein. Ron. Ron. Ah, schwierig. Ru. Run. Gibt es Runes? Ich dachte schon fast, das wäre es, aber das, okay. Okay, RO ist der Anfang tatsächlich. Kein zweites O. Und N wissen wir jetzt. Nee, N wissen wir immer noch nicht. N kann jetzt ganz hinten sein oder ganz jetzt. Also wenn es hier wäre, Ron, wie könnte es weitergehen? Hm. Ronkel. Nee, keine Ahnung. Wir sagen mal, das N ist am Ende. Ja, das kann ja sein. Die Sachen, die noch übrig sind. Gibt es irgendwas? Also ich habe noch I zur Verfügung. Ropin. Rofin. Rotchin. Rokin. Nee, ist. Nee. Rolin. Ergibt alles keinen Sinn. Robin ist also als Name. Ist das okay? Das ist es sogar. Also Namen sind ja auch okay, ja, nicht nur Wörter, sondern auch Namen. Also ich meine, ja, ein Name ist ein Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Oder ist Robin, steht Robin auch noch für was anderes als ein Name? Wüsste nicht. Robin, Robin. Ist ja egal. Interessant.
Also Namen kann man dann auch ausprobieren, oder wie? Na gut. Dann weiter im Deutschen. So. Wir starten mal mit. Ich will immer so ein bisschen variieren. Ich will nicht immer die gleichen Startwörter haben. Das ist auf die Dauer dann langweilig. Ich will halt nur was haben, was auf jeden Fall, fünf unterschiedliche Buchstaben hat und einige Vokale. Stabiler Start. Richtig stabiler Start. Okay. Ja, das war nix. Das war gar nichts. Okay, E kann ich jetzt schon knicken. Es ist schon jetzt interessant, jetzt kann ich schon Wörter knicken, die. Uiuiui. Wenn ein E raus ist, ist halt echt schon viel im Deutschen vorbei. Wenn ein E raus ist, ist echt schon viel vorbei. Und ein A eigentlich auch. Jetzt brauche ich ein Wort mit fünf Buchstaben und keines von denen ist drin. Und mir fallen nur Wörter ein, die diese Buchstaben haben. Garten oder so. Garten hat eh sechs Wörter für Buchstaben. Haben wir eigentlich Ton? Ich habe noch gar nicht geguckt, ob wir vernünftig aufnehmen, Hilfe. Ja, wir haben Ton, okay. Das wäre jetzt ein bisschen doof. Oh, mir fallen nur Sachen mit E ein, das gibt's doch nicht. Irgendwas ohne E. Es gibt so viele Wörter ohne E. Wir machen mal SCH. Wir starten mal mit SCH. Okay, da ist jetzt das H doppelt drin, aber dann habe ich zumindest mal wieder noch ein Vokal mit reingebaut. Ja, das H ist jetzt doppelt, das verlieren wir jetzt so ein bisschen, aber was soll's. Dafür war es stark, dafür war es stark, okay. Und gut, dass das H doppelt drin war, weil das H, das erste H, wär das falsche H gewesen. Das da hinten ist das richtige H. Sonst wäre das nur gelb geworden. Okay, SC ist dabei, aber nicht als SCH. Das ist auch wieder sehr interessant. Dann muss das eigentlich ein CH am Ende sein. Das muss ein CH am Ende sein, würde ich fast sagen. DAX. Nee, ach, Schwachsinn, das wird ja mit S aufhören. Und ich habe das A schon weg. Okay, welches Wort hat S in den ersten drei Stellen und CH am Ende? Also wenn CH am Ende ist, aber es wäre halt denkbar. Ne? Ich meine, das C könnte auch über ein CK kommen oder so, aber das kann ich mir in den fünf Buchstaben nicht vorstellen. Zusätzlich, wenn noch ein H am Ende kommt. Aber wir haben noch keinen Vokal. Es muss ein O oder ein I auch noch irgendwo vorkommen. Wir starten jetzt mal mit dem O. OS. OS irgendwas CH. Nee. 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 IS irgendwas CH. Nee. Das fühle ich nicht. Nee, also mit I oder O wird es, glaube ich, nicht losgehen. Zumindest nicht, wenn dann ein S gleich kommt. OL. Aber Olch. Ach, stimmt. S. Oh mein Gott, ich bin ein Trottel. Es kann ja mit SCH aufhören. Es kann ja mit SCH aufhören. Fünf Buchstaben und es hört mit SCH auf. Was kann denn da davor noch sein? Push, aber H und U ist ja nicht doppelt. Push. Nee, U darf ich ja auch nicht. U darf ich nicht verwenden. Posch, Losch, Dosch, Disch, Kisch, Misch, Nisch. Zisch. Ist Zisch ein Wort? Also nimmt der Zisch als Wort an? Jo, okay, was ist vorne? Ach, der Fisch. Der Fisch, natürlich. Der Fisch. Okay,
Ja, das waren noch zwei nette Wörter. Sehr schön, 10 Minuten. Damit geht's auf jeden Fall hier in diesem Part noch weiter. So, ich habe noch gar nicht. Moment. Irgendwas funktioniert gerade nicht. So ist mein Chrome. Chrome. Jetzt. Okay, noch 8 Sekunden, dann können wir wieder starten. Ja. Und dann geht's ab ins Bett. Ganz, ganz fix. So, zack, los geht's. Wir nehmen auch wieder ein neues Startwort. Trend. Wir probieren mal Trend. Ja, das ist auf jeden Fall. Es ist zwar nur ein Vokal drin, aber was soll's. Nicht das stärkste Startwort. Ja, das ist kein starkes Startwort, aber das macht nichts. Okay. E ist dafür schon mal raus. North können wir. Ah ne, T ist raus, T ist raus. T ist raus. Ja, ich meine, es gibt noch viele Möglichkeiten. Würde jetzt gerne was machen, wo ich recht viele Vokale einbauen kann. Enkel. Enkel? Nee, da ist das E drin. Schade. Müsste irgendwas Ähnliches geben. Oh, warte mal. Nope. Nee. Nee. Noisy. Das nehmen wir. Das war gut. Oh, das Y ist so. Y ist am Start. N ist nicht am ersten Punkt. Okay. Jai. Nee. Aber in anfangen ist ein bisschen komisch, ne? Also, wir sagen mal, es fängt mit I an, dann N. Schwierig. Es fängt ja nicht mit N an. Aber jetzt haben wir, also 3 Buchstaben haben wir ja schon. Ich würde jetzt fast sagen, das N ist am Ende. Wir nehmen jetzt mal das Y an den Anfang, wir denken uns das N mal ans Ende. Aber irgendwie. Okay. YN hört's auf. Wir sagen jetzt mal, es hört YN auf. Ist das möglich? Ist das denkbar? Gibt es Wörter, die mit YN aufhören? So ein Win-In sozusagen am Ende? Weiß nicht. Ich meine, wir können auch so mal starten. Young. Ach nee, das ist eh nicht drin. Schade. Und das N ist an der falschen Stelle. Kein Young. Ach so, und O ist sowieso nicht dabei. Mensch, ich habe ja nur Mist gebaut. Ah, Mist. Jan. Janik. Das ist auf jeden Fall, was wir suchen.
Inni. Inje, nee, es ist ja eh raus. Nee, nicht, weiß ich nicht. Nee, so nicht. So ist schwierig. Yin. Yin wüsste ich auch nicht. Schwierig. Ha. Bin ich wieder am Hängen hier. Damit ist das auf jeden Fall der letzte. Der letzte Part. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Gibt's sowas hier? Nee. Puh, das ist schon wieder irgendein Wort, was ich nicht kenne. Call ich jetzt einfach mal. Gibt's Bingy? Okay, das Wort gibt es. Das N haben wir gefunden. Oh, Y habe ich, hätte ich da gar nicht. Okay, dürfte ich Y da setzen, trotz Hard Mode? Ja, okay, scheinbar darf ich Y da setzen, trotz Hard Mode. Okay, interessant. Gut, das N ist in der Mitte. Ach, stimmt, mit Y hört es ja gar nicht auf. Ich sag jetzt mal. Das Y ist vor dem N. So, keine Ahnung, so zum Beispiel, ne? Min. Aber dann ist halt die Frage, wie jetzt weiter? Minai. Klingt total englisch. Win. Ja, wobei, ach so, nee, darf ich ja nicht. Das I ist da ja nicht, da könnte nur das Y sein. Das Y könnte aber auch hinter dem N sein. Also, dass es mit, weiß ich nicht, Nüss aufhört. Ich meine, das I könnte auch am Anfang immer noch sein. Was könnte denn nach dem I kommen, sodass das N danach Sinn ergibt? Schwierig. Fun. Ich muss halt das I irgendwie unterbringen. Finn. Vinyl. Ist das? Also ist das? Ja, ne? Das gibt. Okay. Okay, das Y ist auch nicht dort. Und ich habe das I schon wieder an die gleiche Stelle gesetzt, wo ich es gar nicht darf. Aber scheinbar darf ich das zum Testen. Also ich darf. Ich dachte, das darf ich im Hard Mode nicht, aber ich darf, wenn ich weiß, das Buchstabe ist nicht an diesem Ort, darf ich es trotzdem wieder an diesen Ort setzen. Okay, das ist gut zu wissen, weil das hilft schon. So, aber jetzt kann das Y nur noch vor dem N sein oder am Anfang. Jetzt sagen wir mal, das Y ist vor dem N. Welcher Buchstabe vor dem Y ergibt noch Sinn? Und dann muss ja ein I auch noch irgendwo hin. Shish. Shish. Boah, diese englischen Wörter, ne? Nee, das ist alles, das ist sehr merkwürdig. Sagen wir mal, das Y ist am Anfang. Was kann zwischen Y und N stehen? Ifne. Ivne. Ibne.
Alles komisch. Ikne? Nee, also ich. Das Y vor dem N ist merkwürdig. Weiß nicht. Gibt's Janky? Mit C vielleicht? Janky? Nee. Ah. Nee, ich glaube, da ist keine A. Jun? Junki? Ah, ich weiß es doch auch nicht. Oh, J gibt's auch noch. Jang? Jan? Jan? Das I ist so irritierend. Wo soll das I hin? Ah nee, Y muss ja vorne sein, ich Trottel. Nee, Y kann auch vor. Stimmt, das war die Geschichte. Das war ja die Geschichte. So, ja, wenn ich Y nicht vorne hinsetze, muss es ja da sein. Ja, ich habe schon wieder komplett verdrängt, was wir eigentlich tun wollen. Aber ich finde kein weiteres Wort. Ich finde einfach kein weiteres Wort. War ich kurz still, sorry. Also das Y muss in den ersten zwei Buchstaben vorkommen. Anders geht's gar nicht. Aber wie kriege ich dieses scheiß I noch unter? Oh, warte, Yin. Ach nee, da darf das dumme I ja nicht hin. Och, ey, es ist doch. Wo kommt jetzt das I? Irgendwas Nip oder so, keine Ahnung. Also ich denke, das I kommt nach dem N. Ist schon wieder irgendein Buchstabe, wo ich nicht weiß. Okay, wir müssen wieder durchprobieren, das hilft nichts. Also, nach dem Y könnte ein A kommen, dann hätten wir YAN. So. Jetzt muss ich noch ein I unterbekommen. Janip gibt's nicht. Janpi gibt's auch nicht. So, P ist durch. Janju ist Blödsinn. Janui ist auch Blödsinn. So. Janni ist auch Blödsinn. So. Janik hatten wir schon gehabt, aber wir probieren, wie gesagt, jetzt einfach mal alles durch. Nichts davon würde ich denken, dass es ist, ne? Bevor mich jemand falsch versteht. Aber ich probiere jetzt einfach alles durch. I don't care. I don't care anymore. Nee, so rum. Ah. Haben wir noch irgendeinen Buchstaben, den ich noch nicht probiert habe? Ja.
Den da. Ja, das war's. Ergo A dahinter kommt, denke ich nicht. I kann es nicht sein. Aber was? Was sollen das für Wörter sein? Ich weiß absolut nicht, was da für ein Wort rauskommen soll. Aber vielleicht kommt mir irgendwann das Wort noch ins Gesicht gesprungen. Es ist ja alles möglich. Ja, das war's wieder. Kein U. Was kann noch nach Y zwischen Y und N kommen? Falls das Y ja überhaupt am Anfang ist. Ist ja nicht gesagt. Nach Y und zwischen Y und N kann nichts anderes kommen. Nichts, was Sinn ergibt zumindest. Ach, ich habe keine. Leute, ich habe keine Ahnung, was mache ich denn jetzt wieder hier? Meine, dann ist das Y halt nicht am Anfang, dann ist das Y vor dem N. Welche Buchstaben können vor Y und N kommen? Das sind jetzt zum Beispiel die anderen so ein bisschen raus, so, keine Ahnung, Pin. Aber dann, wie kriege ich jetzt das I da unter? Doch alles scheiße. Ist doch alles scheiße. Gibt es irgendein Ynki? YNKI? Keine Ahnung. Gibt es Minki? Andersrum. So, ich müsste es ja, wenn dann, so schreiben. YNKI, wenn ich das so machen will. Ist ganz komisch. Es ist ganz komisch schon wieder hier alles. Was ist denn, also, nee, ich muss den Hard Mode rausmachen. Ich drehe sonst hier durch. So. Und dann müssen wir Buchstaben sammeln. Ich würde gerne wissen, ob das Y vorne ist. Deswegen starten wir jetzt mit dem Y. Wir bauen das K ein. Das A. So wird's nix.
Ich wollte doch das Y am Anfang haben. Alles, was ich jetzt noch testen würde, wäre das U. Und das Y am Anfang. Ja, komm, scheiß drauf. Y am Anfang, jetzt in. Okay, Y ist nicht am Anfang. Dann ist das Y. Es kann jetzt nur vor dem N sein. Ja, aber jetzt wird's kritisch. Ich habe nur noch einen Schuss. Ich habe nur noch einen Schuss. Das Y ist vor dem N. Welcher Buchstabe? Also Finn. Finki, so alles Schwachsinn. Pin klingt auch nicht realistisch. Sinn. Aber wie kommt... Ich habe keine Ahnung, ich möchte aufgeben. Es dauert mir zu lang. Es dauert mir einfach zu lang. Ich habe keine Ahnung. Ich habe literally keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe ich. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Wort sein soll. Ich würde sagen, ich kenne es nicht. Ich würde sagen, ich kenne dieses Wort nicht. Ah, ich wüsste halt nicht, womit ich anfasse. Was kommt vor das Y? So, Kinn. Und jetzt muss ich noch ein I unterbekommen. Wie? Wie soll ich jetzt noch ein I unterbekommen? Kinky, so, aber das ist, das gibt's alles nett. Ich hab. Ich weiß nicht. Mir ist wurscht, ich jetzt. Ich mache jetzt raus hier. Ich mache jetzt raus hier, ist mir egal. So. Zynik! Zynik. Hätte das irgendwer gewusst? Zynik. Zynik heißt der Zyniker. Ja,
Den brauche ich, der bin ich jetzt. Ach, das ist doch. Zynik ist der Zyniker. Ach, das ist doch scheiße. Ja, komm, fuck it. So, mal gucken, ob wir beim Deutschen mehr Glück haben. Wir starten mal mit dem Klaus. Okay, der Klaus ist nicht in der Wortliste. Schade, Klaus. Die. Nee, das sind zwei E drin, das ist blöd. Toren. Okay, die Mehrzahl von Tor möchte auch nicht. Wobei die Mehrzahl von Tor ist Tore. Oh mein Gott, was ist los? Okay, wir nehmen den Notar. So, scheiß drauf. Okay, NA. Anker geht nicht, das R ist raus. Angel geht noch. Okay. A ist nicht am Anfang. N ist nicht am Anfang. Nee, E würde ich auch nicht am Anfang setzen. Scheiße, was ist am Anfang? Jetzt schon wieder los hier. Der Dekan. Wir probieren den Dekan aus. Wir probieren den Dekan aus. Okay. Kein einziger Buchstabe ist an der richtigen Stelle, aber wir haben fast alle Buchstaben. Danke. Nee, da, ja, danke. Die ist gerade raus. D ist gerade raus. Jo, wir haben vier Buchstaben von fünf. Das muss doch jetzt drin sein. N ist an der dritten oder vierten Stelle. Wange. Denkbar bisher? Bisher denkbar. Oh, ja, weil kein K drin ist. Ups. Wanke. Man wanken, wanke, ne? Okay, gibt's nicht. Ich wanke. Schade. Manke, Hanke, Fanke. Nee. Ist weird. Ist weird. Zanke. Gibt's auch nicht. Ich zanke. Dann zanke ich halt nicht. Bruder. E darf ja nicht an der zweiten Stelle sein, also. Meines kann immer noch am Anfang sein, aber nee, kann es nicht. Wenn E am Anfang wäre, müsste nach, wobei EK wäre denkbar. Oder Eck. Aber jetzt bräuchte ich Eck und dann entweder das. Nee. Habe ich ja nur noch A und N zur Verfügung, es wäre ja Eckner. Das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Nee, kenne geht auch nicht. Ist ja erstens kein A drin, zweitens ist es eher an der falschen Stelle. Die Kanne. Die Kanne. Es ist die. Oh mein Gott, es ist die Kanne. Okay.
Ja, mit der Kanne verabschiede ich mich. Das war ein schlechter. Oh mein Gott, eine halbe Stunde nur für einen Tag wegen dem scheiß Englischwort. Zynik, ich raste aus. Danke fürs Zuschauen. Damit ist der Part nämlich zu Ende. Und tschüss.